Hallo meine Lieben, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil. Welche Sternzeichen sind 2018 das ideale und perfekte Paar? Heute hört ihr über die Waage bis zu den Fischen. Zuerst die Waage. Die Waage ist harmoniebedürftig. In ihrem Leben muss es absolut gerecht zugehen. Eine Partnerschaft mit der Waage muss das Geben und Nehmen ausgeglichen sein. Sie hat eine ausgeprägte Vorliebe zum Schönen. Zur Waage passen am besten der Schütze, der Löwe, der Wassermann, aber auch andere Wagen. Nun zum Skorpion. Der Skorpion ist sehr eigen. Er ist sehr vorsichtig und grübelt und zweifelt viel. Um einem Menschen zu vertrauen, schauen sie hinter dessen Fassade. Der Partner braucht deshalb viel Geduld. Zu ihm passen am besten andere Wasserzeichen wie Krebs, Fisch oder auch andere Skorpione, da sie sehr geduldig sind. Der Schütze. Der Schütze ist extrovertiert und liebt das Leben. Deshalb ist er sehr unternehmungslustig. Er reist sehr gern und viel. Seine Partner sind am besten andere Feuerzeichen, wie Widder und Löwe, da sie am besten mithalten können. Dem Erdzeichen zugeordneten Steinbock sagt man Bodenständigkeit und Realismus nach. Loyal und pflichtbewusst überwiegt seine sinnliche Seite. Er wirkt oft steif und verschlossen, hat aber auch eine weiche Seite. Seine Wellenlänge sind die Sternzeichen Stier, Fisch und Jungfrau. Der Wassermann. Der Wassermann ist ein echter Individualist und absolut freiheitsliebend. Ein Partner muss sich auf ihn einstellen können. Erstaunlich ist, dass Wassermann zu Wassermann sehr verständnisvoll zueinander sind. Und am besten passen auch die Luftzeichen Zwilling und Waage zu ihm. Spirituell fühlt sich der Wassermann zum Fisch hingezogen, während er mit dem Schützen gut harmoniert, weil er dessen Lebensart spannend findet. Nun das letzte Sternzeichen, die Fische. Sie schweben immer über allen Dingen. Sie sind verträumt, aber bodenständig. Aus diesem Grund ergänzen sie sich am besten mit den Sternzeichen Krebs und Skorpion, aber auch mit anderen Fischen. Ja, meine Lieben, das waren jetzt die Sternzeichen Waage bis Fische. Und ich habe euch in diesen beiden Teilen also diese Vorschau gegeben. Vielleicht hilft es euch ein wenig. Und nun wünsche ich allen Sternzeichen eine gute, harmonische Zeit in Liebe, Vertrauen und Zuversicht. Herzlichst eure Deria.